Wenn ich von nachhaltig rede, dann ist es immer, also auch alle Ressourcen sollen wir nachhaltig behandeln, auch der Mensch. Wir pflegen eine Kultur von Respekt, von nicht miteinander sein und von offener Kommunikation. Wir sind eine nachhaltige Bio-Bäckerei, John Baker, sind gestartet im 2013 und sind mittlerweile Firma mit 120 Mitarbeitern und 6 Verkaufsstellen. Den Firmenwert, den John Baker bereits hat, haben wir genommen und mit den Mitarbeitern zusammengeschaut, wie tut man jetzt diesen Wert mit Leben füllen im Arbeitsalltag. Und dann haben wir diverse Workshops dazu gemacht, wie wollen sie es umsetzen. Es fördert den Teamspirit fördern und gibt auch irgendwo durch ein Regelwerk im Arbeitsalltag, wie man sich dort verhalten. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, da hat man einen riesen Benefit davon als Arbeitgeber. Viele Studien gehen davon aus, dass man gesündere, motiviertere Mitarbeiter hat im Arbeitsumfeld. Auch im Wettbewerb zu anderen Firmen hat man einen Vorteil, weil heute entscheidet man nicht nur, wo ist der Job gut, was macht einem Spass, sondern auch, was hat die Firma für Wert, wie wird ich dort behandelt, wie wertschätzend geht man mit mir um und was für Möglichkeiten habe ich in einem Unternehmen. Ich tue immer sehr viel Energie reinsetzen, damit ich weiss, dass die Sachen, die wir einsetzen und das Produkt, das nachher dabei rauskommt, dass es wirklich auch verhebt bis runter zum Boden, wo das Zeug drauf gewachsen ist und die Mitarbeiter, die dort arbeiten und die Tiere, dass die richtig behandelt werden. Das ist das, was sehr, sehr wichtig ist.